Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Weiter geht's! Critter Fry, neuer Run. Wen hätten wir denn? Also, wir haben ja schon ein paar Charakter, die wir schon komplett fertig haben. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal in Richtung Isaac ein. Isaac, der hat alles hundertprozentig. Maggie, die hat fast alles, die muss den Greedier Run machen. Aber das macht dann mehr oder weniger per se. Da haben wir dann den lieblichen Kaney. Bei ihnen müssen wir Mega Satan und The Lamp noch machen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nach unten gehen und Mega Satan. Das wird wegen complicated. Aber wir versuchen es mal. Kaney, du bist dran. Sag ich, was du drauf hast, mein Freund. Der Kaney hat das TNT. Ah, okay, wir hatten wahrscheinlich Eden's Blessing. Okay, das kann natürlich sein. Dahin. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Habe ich sozusagen kostenlose Bomben immer. Zack. Nur das dauert ein bisschen, bis ich es aufgeladen habe. Aber dafür hat man es dann in jedem Raum, wenn wir den Raum geklärt haben. Und wir haben den Waver. Wunderbar. Das sind doch schon mal gute Voraussetzungen. So, als nächstes hätte ich dann gern Damage. Und der Kaney. Ich überlege gerade. Judas hat ein Herz gehabt, genau. Der Kaney hat zwei Herzen. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt, warum er zwei Herzen hat. Aber das ist sein Standardherzanteil. So, können wir hier das nächste legen. So. Es dauert ein bisschen, weil der Fass ist, muss man so 2-3 Mal treffen, bis er kaputt geht. Zack. Was haben wir hier Schönes? Pillen. Wow, Larcher. Ja, wenigstens Speed up. Groß und schnell. Ja, wir müssen ja groß und langsam sein. Ah, das ist aber nicht schön, dass ich groß geworden bin. Aber dafür haben wir jetzt die Larcher-Pille und sozusagen auch die Makes-the-Smaller-Pille. Dann, von daher, wenn wir die dann finden sollen, dann können wir uns wieder kleiner machen. So, dann tun wir hier das nächste Fass. Zack. Es positioniert sich nicht genauso gern, wo ich es eigentlich gerne hätte. Naja. So, gehen wir noch ein paar Herzen. Jawoll. Nice. So, ansonsten gibt es ja nicht viel. Oh, da gibt es noch was zu holen. Hier lege ich mal eine Bombe. Wunderbar. Und wenn ich jetzt nochmal das Fass aufleveln sollte, dann kommen wir da hier nochmal zurück. Weil Boss Rush haben wir ja soweit. Und Hasch haben wir auch. So, die zeitintensivsten Sachen, die haben wir ja schon zum Glück geschafft. Da bin ich auch ziemlich froh drüber. Jetzt bin ich da reingerannt. Und einmal das Feuer. Feuer, lass mich ein. Das hat mich gerade tatsächlich erwischt, das blöde Feuer. Drecksack. So. Ja, gut, mal. Wir haben Curse aus den Mails. Die habe ich schon gefragt. Wieso sind da dann bei Räumen grau? Aber okay. Warte mal, wenn ich. Fass. Oh, das war die falsche Taste. Naja. Ich hab's ja erwischt, aber was ist so? Ja. Jetzt bitte Spider, kommt mal her. So. Ja, da kann ich nicht viel machen. Boah, die Hitbox, das gefällt mir halt überhaupt nicht. Keine Spinnen, keine Spinnen. Geh doch weg da. So, ich hoffe, dass der Kaney dann auch ein bisschen noch einen Angriff bekommt. In der nächsten Ebene oder beziehungsweise in der Ebene. Ja, Magic Mushroom, eine noch größere Hitbox. Aber ich bin dafür stark. Muss mal schauen. Da oben was. So. Schauen wir mal, ob wir das gut platzieren können. Zack. Das ist wenigstens die Bombe, und wenn wir jetzt die Karte nicht bekommen, das ist nicht schlimm. Aber wir haben beides bekommen, zack. Strange. Okay, dass der Kaney wegen stärker wird, das freut mich. Luck ist auf 1, Damage auf 4,2, also etwas höher als der ganz normale Isaac-Charakter. Das ist schon mal gutes Sache. So. Maze. Maze. Dankeschön. So, wir haben den Pinny. Der sollte eigentlich keine Gefahr für uns darstellen. Ein Pin, was geht ab, mein Freund? Auch wenn hier ein bisschen zu eng hier gerade alles ist. Soll es trotzdem keine Probleme für uns darstellen, oder Pin? Wir machen es uns schon gemütlich in diesem kuscheligen Raum, oder? Na, Freili! Das ist unser Pinny! Zum Glück hat er auch nicht viel Leben. Das ist einer meiner Lieblingsgegner, weil der hält nicht viel durch. Und wir haben eine Damage-Spritze. Und noch wegen Speed-Up. Speed-Up, Speed-Up. 0,4 Speed-Up mehr. Heieiei. Haben wir schon fast unser Maximal-Speed. Nach der ersten Ebene. Nice. Curse of the Unknown. Das ist noch. Chiote von der See. Ah, den kann man verschieben. Wunderbar. So, geht er hoch. Hoch. So. Dass ich mich irgendwo verstecken kann. So. Und ein Schalüssel, wunderbar. Da haben wir einen Itemraum.
Naja. Ist ja ein Orbit für mich jetzt, ne? Und dann greift ihr auch an. Von daher. Ah, 4 Stück. Heilige Scheiße, wo kommt die alle jetzt alle her? Ihr war da ganz schön nah beieinander, Kiri. Ach komm. Hier war diese 4 kopieren, was ist denn los mit euch? So. Da haben wir jetzt 2 Räume. Okay, das ist dann der Spezialraum. Was haben wir denn da schönes? Raum 2. Aber wenigstens habe ich die 2 Schlüssel wieder bekommen. Da haben wir dann wahrscheinlich den Shop. Wir können ja mal kurz reinschauen. Wir haben die Bibel. Es ist eigentlich nicht viel Interessantes dabei. Tu mal eine Münze rein. Wow. Oh, es, mehr konnte ich auch nicht. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens 350 schon. Da haben wir schon mal ein bisschen was in letzter Zeit wieder donnelt. Und da haben wir jetzt schon Boss. Ich habe das soweit schon alles, aber wir wollen die Ebene noch ein wenig anschauen. So. Weil hier könnte noch was Gutes sein, zum Beispiel eine Teleportkarte, dass wir dann vielleicht in den Boss-Rush reinkommen und uns ein wenig was spitzen können. So, du fungierst ja, als schwaches Objekt mehr oder weniger. Eine Münze, merci, dass wir halt noch ein paar Bomben und so weiter bekommen. So, Orbit, Action. Naja, du explodierst doch mal. Naja, okay. Aber es war eine große Form, Champions-Form. Wenn ich da getroffen werde, dann verliere ich ein bisschen mehr als nur ein halbes Leben. So. Und jetzt den noch und dann hat das soweit alles geklärt. Ein Schalüssel nehme ich mal mit. So. Ich weiß, ich habe zwar mein Spacebar-Item, aber. Da. Schön. Schön beim Ausgang gestellt. Jetzt komme ich hier nie wieder raus. So, Orbit. Komm, 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 komm. Jawohl. Bin mal gespannt, was wir dann im Devil Deal bekommen. Ob man da vielleicht irgendwas Interessantes bekommen. Moment, wir müssen zu Megastar dann. Ich hoffe, dass im Devil Deal nichts Interessantes ist. Weil wir müssen Angel Deals machen. Darum ist mein Space Item eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Weil ich dann den Engel freispringen kann. So, zweite Spritze. Das heißt, wir könnten die Spritzeverwandlung bekommen. Oh. 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 Okay. Wie viele Herzen? Ich habe 2. Das heißt, ich nehme das mit. Und das da. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ups. Zum Glück habe ich 9 Leben mitgenommen. Okay, ich habe nicht genug Herzen, aber... ich bitte euch, es ist der fucking Brimstorm. Was hätte ich da machen sollen? Aber wir haben noch eine andere Möglichkeit, dass wir die Engel besiegen können. Das heißt, wir müssen jetzt ein paar Herzen sammeln. Ab der nächsten Ebene natürlich. Komm, machen wir es halt immer. Vielleicht kriegen wir da was Interessantes. Nö, kriegen wir nicht. Aber es ist der fucking Brimstone. Ah, das wird uns so viel leichter alles. Vor allen Dingen, wir können hier uns schön verstecken. Alter, hast du mich gerade angepfiffen oder was ist denn hier los? Game Bridge, die können wir behalten. Ich zocke lieber den Gewinn. So, mein kleines Baby, ich habe gehört, du wirst sterben. Und einen Schlüssel wenigstens bekommen. So, da gucken wir mal kurz da rein. Ja, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wir haben ja 9 Leben, wir können ja ein bisschen was opfern. Zack. Noch ein. Das macht nichts. So, ein Herz, noch ein Herz. Der könnte man nämlich noch... okay. Aber Size Down, das ist doch auch schon mal etwas. So. Jetzt haben wir wieder ein volles Herz. Ich habe schon gedacht, ich komme hier nichts mehr raus, aber ich hätte ja noch eine Teleportkarte. Die ich jetzt eigentlich drin gelassen habe. Naja, was haben wir denn? Es ist gerade nicht unbedingt so gut hier. Fuck, ich muss zum Boss. Ich muss zum Boss. Das ist die falsche Richtung. So, jetzt ab der nächsten Ebene Herzen sammeln, dass wir dann im Opferalter, dass wir da dann ein bisschen Herzen opfern können, dass wir dann die Engel freischalten können. Also so 10 Herzen brauchen wir auf jeden Fall jetzt. Curse of the Blind. Ich bin jetzt nicht unbedingt so der größte Fan. Ich hätte mir Scheiße. Was haben wir denn? Friends till the end? Irgendwas. Question Mark. So schön. Keine Portale. Geht weg. Zack. So, hier haben wir natürlich was Unbekanntes. Bombe. Boy. Gut. Können wir mal hier noch eine Bombe legen. Und wir bekommen... Retro Vision. Fehlt ja jetzt eigentlich nur noch Amnesia und dann ist mein Klick perfekt.
dass ich die Karte nichts mehr sehe. Kann ich mal wieder eine positive Pille haben? Ist das so viel verlangt? Wenn ich die Bombe jetzt hier lege, dann kann ich doch alle drei erwischen, oder? Jawohl. Dann rentiert sich das, die drei zu kaputt zu machen. Ja, weil gehofft, dass ich ein Magic Mushroom oder so bekomme. Geht weg. Ah, ich brauche ein paar Herzen. Das heißt, in den Shop müssen wir mal rein, statt dass wir ein blaues Herz wenigstens kaufen können. Lebenstechnisch. Ja. Das Blöde ist halt, dass man bei den Dämonen startet, sag ich jetzt einfach mal, dass man da nichts, keine Engel freischalten können, dass wir halt einen Schlüssel bekommen. Aber ich weiß, ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher bei Mega Sardan, ob unten auch Mega Sardan ist. Ah, ich wurde erwischt. Gibt's unten eine Tür, wo ich weiterkomme? Fast getötet worden. So. Diesmal mache ich's. Zack, zack. Und bam. Ein blaues Herz. Katsching. Fehlen ja nur noch 10 weitere, so ungefähr. So, da haben wir den Shop. Leider nichts bekommen, aber wir können hier rollen. Da geben wir hier ein paar blaue Herzen. Das ist ein Angebot, das nehme ich mal mit. Little Baggy, okay. Question mark. Blaues Herz. Wieso kriege ich keine blauen Herzen? Spür den Zorn meines Fasses. Gut. Ich komme gleich wieder. Weil theoretisch muss ja die ganze Bombe jetzt nicht verschwenden. Ich kann ja einen Raum clearen. Hier könnte ich dann halt zum Beispiel dann die Engel beschwören. Zack, 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 zack. Habe ich das wieder aufgeladen. Jetzt kann ich wieder zurück. Ich denke mit der Automat, der hält jetzt noch ein, zwei. Ich habe schon wieder Curse of the Maze. Maze verflucht mich. Ich denke mal, ein, zwei Explosionen halt, hält der noch stand. Da haben wir doch schon mal ein blaues Herz. Jetzt machen wir wieder eine Aufladung. Und dann können wir es nochmal machen. Weil wenn wir den Automaten dann wegsprengen, dann kriegen wir auch noch den Geld wieder zurück. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da haben wir auch eine Batterie. Das können wir dann auch benutzen. So, Maze, ich hoffe, wir sind Freunde. Du bleibst jetzt mal ganz ruhig. Gut. Und zack. Ab. Dann auf. Wunderbar. Ha. Und 6 Münzen wieder bekommen. Und eine Bombe zum Angebot. Wisst ihr was? Nehme ich mit. So. Hat sich ja mehr oder weniger ein bisschen rentiert. Jetzt haben wir jetzt 3 Herzen. Ah, Maze, verwirr mich nicht. Er verwirrt mich. Er weiß ganz genau, wie er mir auf den Sack gehen kann. So. Oh, das ist natürlich auch schön. Wenn sie in einer Linie sehen, nicht ausweichen können. Der goldene Schlüssel. Ja, wäre nicht schlecht, aber. Moment. Zack. Jetzt tun wir sich noch ein wenig dahin. Wunderbar. Leider nichts bekommen. Hm, ich könnte auch nach Geheimräumen suchen, aber naja. Ja, komm, aufladen. Blop. Hier könnte eventuell der Geheimraum sein. Zack. Mhm. Leider nicht. Soweit haben wir jetzt alles gesehen. Das heißt, wir können zum Boss. Zeittechnisch sind wir schon bei 10 Minuten. Bei der dritten Ebene ist es, glaube ich, normalerweise. Das sind wir erst in der zweiten Ebene. Dann Boss Rush auf jeden Fall nicht unbedingt was. Geh weg. Bam, bam. So, was haben wir hier Schönes? A Pony. Das nehme ich mit. Exzessivo Diarrhea nehme ich auch mal mit. Falls ich hier sehr viele Pilze oder sowas sehen sollte, kann ich es aktivieren. Okay, wir haben 3. Die Hälfte haben wir geschafft, okay. Gucken wir mal kurz da reinschauen. Oh, 2 Steinkisten. Zack. Normale Bombe. Und 3 wieder zurückbekommen. Und Geheimgang auch freigeschaltet. Heieiei, das ist ja wie Ostern und Weihnachten zusammen. Ja, Pepe, ich muss gar nicht mal in deine Nähe. Du kannst deine Ausdünstungen oder was auch immer du da für Pipi hier machst, die kannst du behalten. So, der nächste bitte. Der nächste, meine lieben Damen und Herren. Let's. Ich bin durchgedasht, mein Freund. Was sagst du dazu? So, das müsste eine schon gewesen sein. Eine Bombe nochmal bekommen, wunderbar. Hier haben wir noch mehr Bomben. Eieiei, jetzt kriegen wir mal die Bomben. So. Ich mach mal kaputt.
noch ein paar Pillen. Luck up, okay. Luck. Und feels I'm walking on sunshine. I'm walking on sunshine. Oh. Aufladen. Wenn mehr Tiers auf wäre noch nicht schlecht. Und natürlich Damage. Das ist halt meistens so, wenn ich den Brimstone hab, den großen, kriegt man halt nicht unbedingt viele Damage-Items mehr. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber da müssen wir auf jeden Fall noch irgendwas ändern. So, und du auch. Jawohl. Ah, fliegen, das ist so schön. So. Und vor allen Dingen bei den Explosivos fliegen. Es ist so schön, dass du halt mit denen nehmen musst. Kannst einfach schauen, wie sie einfach die Luft gehen. Von weit ins Tanzen. So. Cool, ein Zehnerchen noch. Das ist aber ziemlich großzügig. Flash. Ja. Flash will ich dir jetzt, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber wir haben es mal aufgesammelt. Dass wir es dann in unserem Itempool weg haben. So. Ein schwarzer Pupi. In den Shoppen möchte ich gerne rein. Und nehmen wir noch die Mission, viele Herzen zu haben. So, noch ein Schlüssel, merci. Geldtechnisch sieht es ja momentan auch gut aus, dass wir irgendwas kaufen können. Zack. Oha, und auch bei den Pilzen, man kann halt überall schön weit weggehen. Das finde ich nice. Zack. Ja. Mein Space Fighter hat nicht gerade so funktioniert, wie ich mir das ja eigentlich gerade vorgestellt habe. Ich wollte eigentlich durch die Spinnen durchsausen. Aber irgendwie hat das nicht ganz so funktioniert. Zack, zack. Geld. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist der Cree. Das freut mich jetzt aber nicht ganz so. Gut, wir kriegen noch mehr Geld, aber... ich hätte gerne den Shop, um ehrlich zu sein. Aber wir haben noch zwei Möglichkeiten, den Shop zu bekommen. So. Ja, jetzt wollte es aber. Jetzt kommen die ganzen Geldeinheiten hier. Sehe schon. So, und hier eine gut platzierte Bombe, dass ich alle fünf erwische. Oh, nice. So, den Itemraum. Haben wir schon. Gut, dann kommen wir gleich zum Boss. Es ist der Chat. Doch nicht der Chat, der ist scheiße. Dann kriege ich wahrscheinlich den Little Chat. Sogar höchstwahrscheinlich, dass ich den Little Chat bekomme. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber der Little Chat ist scheiße. Okay. Naja. Fucking Queen zu Bugge. Komm, wir gehen einfach. Chat ist, da kann ich mal. So. Sind wir jetzt schon bei der Mom? Ne, Deeps One. Das heißt, wir haben dann noch eine Ebene. So, noch mehr Pillen. Bin mal gespannt. Noch mehr Larger. Nope. Balls of Steel. Nice. Das darauf habe ich doch gewartet. Ich nehme es mal mit. Hui. Ja, mein Damage hat sich schon lange nicht mehr geändert, liebes Spiel. Gibt mir noch eine Damage-Spritze, vor allem, weil ich dann auch die Spritzenverwandlung habe. Ich kriege noch ein, zwei sogar. Zwei Itemräume kriege ich noch, also, liebes Spiel. Oder vom Boss könnte ich ja noch was bekommen. Das ist alles möglich, ihr müsst es nur wollen. So. Tja, was willst du machen? Ich kann fliegen. Ich bin was Besseres. Du kannst deine Fütze sonst wo hinstecken. So, noch eine Teleportkarte wäre halt ziemlich nice, dass ich im Devil Deal mir noch was holen, beziehungsweise im Boss Rush mir was holen könnte. So, ihr zwei macht auch mal einen kleinen Wisch. Und noch eine Pille. Bombs are keys. Da. Für den Summer Explosions. Ha, ich habe alles geklärt und wurde nicht getroffen. Damit habe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Okay. Die explodieren. Und du auch. So. Ich will mal was dann probieren, wenn ich da reingehe. Ein schwarzes Herz, das heißt, ich habe momentan plus eins. Wenn ich rausgehe, verliere ich wieder ein halbes. Es sei denn, ich versuche mal, ob ich da... Nein, das funktioniert nicht. Ich habe gedacht, wenn ich mit meinem Pferd da irgendwie rausstagen könnte. Aber das war nicht ganz so effektiv. Aber trotzdem haben wir ein halbes Herz plus gemacht. Aber immer noch viel zu wenig. Das gefällt mir nicht. Hat auf jeden Fall noch genug Luft da oben. Ja, wenn wir es halt nicht schaffen, hi Gott, dass wir dann wenigstens Lamp besiegen. Dass wir wenigstens eins von zwei Zielen erreicht haben. Sollte eigentlich kein Problem für uns darstellen. I'm walking on sunshine. Yeah.
So. Wenn die Stalle nicht da gewesen, dann hätte man hier sehr viele Totenköpfe wegsprengen können. So. Und wo ist mein Shop? Ah, und mein Itemraum. Genau, mein Itemraum fehlt halt auch noch. So, machen wir jetzt mal die Gegner kaputt. Dann können wir hier vielleicht auch noch irgendwas sprengen, wenn wir das wollen. So, wir haben 12 Bomben, von daher gönnen wir uns die volle Dröhnung. Und Geheimgang wieder mal freischalten. Nice. So, das nehme ich mit. TSA, Knockback. Nice. So, haben wir hier irgendwas bekommen? Nein? Wow. Bis auf viele Gegner haben wir echt nichts Interessantes bekommen. So, 5 Minuten noch für zwei Dinger. Für zwei Ebenen. Ah, komm. Zack. 52 Münzen haben wir schon. Das ist ziemlich viel. Aufladen! Komm, geh weg. Und jetzt zwei. Ah, wo ist denn der Shop? Findet it! Da ist der Boss. Batterie, okay. Da ist der Shop. Na, wunderbar. Jetzt habe ich natürlich wieder ein paar Gegner freigeschalten. Und. Ich dich mit. Mehr kann ich leider nicht machen. Ich könnte mir theoretisch noch das kaufen. Und schauen wir mal, was das für eine Pille ist. Balls of Steel. Nice. Okay, wir sind gut dabei. Das ist der Fall. Wir kriegen ein Devil Deal Item. Okay. Das könntest du mir geben. Nochmal Brimstorm? Ne, keine Ahnung. Ja, das ist ein Damage auf 4 Shot. Nochmal ein Damage mehr. Was haben wir hier Schönes? Wow. Wow, ich bin nicht beeindruckt. Geht weg. Geht alle die 3 weg. Wenigstens hat es noch bekommen. Ja, das sieht schon fast gut aus. Friends till the end. So. Weiter geht's. Schauen wir mal, ob wir den Boss Rush noch erreichen. Machen will ich den nicht. Aber ein kostenloses Item hätte ich sehr gerne. So, was haben wir denn hier Schönes? Luck up und Speed up. Wunderbar. Luck ist jetzt auf 3. Ab 4 kriegt, dann merkt man es dann so richtig, habe ich gelesen. Von daher immer her damit. Ja, und den 1,4 Damage Boost, was wir vorhin bekommen haben durch den 4 Shot. Ja, ich merke den. Muss ich ehrlich sagen, merke ich. So. Hier könnte ein Geheimgang sein. Von da legen wir eine Bombe. Es ist der Super Greed. Das heißt, im im Shop kann schon mal kein Greedy mehr sein. Das ist doch schon mal wunderbar. Zack, zack, was haben wir hier Schönes? Zweimal Feeling und Sunshine. Eieiei, das ist ja. Ich sehe schon. Es ist der Mongo. Ne, Harlem Baby. Es ist der Mongo. Ne, Mongo Baby sieht wegen anders aus. Sieht der mehr aus wie Mongo als sonst, ne? Trollbombe, lass mich in Ruhe. Ah, eine Teleportkarte hätte ich jetzt noch sehr gerne. So. Und noch ein Herz, wunderbar. Joker vielleicht? Ancien Recall, keine Ahnung. Gibt mir noch mehr Pillen, okay. Half up, okay. Friends till the end. Speed up habe ich sowieso den maximalen Speed eigentlich. Was haben wir hier noch? Half down. Ja, wie gewonnen zu der Runde, sagt man so schön. Den Boomerang brauche ich nicht. Warte mal, ist sein Stand mit nix? Nein. Naja, wir schauen mal. Wenn im Boss Rush wirklich was sehr Gutes drin sein sollte, dann nehme ich es. Aber ansonsten. Pandoras Box. Aktiviere ich mal hier, aber hier kriege ich nicht viel. Ja, wegen Geld. Noch mehr Geld, was mir überhaupt nichts mehr bringt. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie das Item Money. Egress Power. Und ich hoffe, hier finde ich jetzt einen Zacki-Zacki-Raum. Beziehungsweise ein Opferalter. Dann könnte ich nämlich die Engel beschwören. Müsste ich eigentlich jetzt genug Herzen haben. Zack. Legen wir hier noch eine Bombe. Vielleicht ist da noch was. Nope. Wow. Armutszeugnis. Naja. Hier ist auch Sackgasse. Batterie brauche ich nicht. Blup.
Münze in Ehren. Die kann niemand verwerten. Komm, ich muss sogar kostenlos hier rein. So, das ist das Sechserraum. Ja, ja. Bin ich auch nicht so der größte Fan. Weiter geht's. Da könnten wir mal kurz reinschauen. Ne, normale graue Kiste. Leckt mich. Aber wir können noch mal kurz zurück, dass wir dann das Feuer kaputt machen können. Weil da könnte eventuell was Interessantes drin sein. Herzen. Ja, tatsächlich. Wunderbar. Jetzt haben wir auch voll Hort. Aber leider einen Zacki-Zacki-Raum werden wir wahrscheinlich nicht finden. Genau, weil wir hier schon einen Boss haben. So. Hi, Mom. Und das ist die normale Mom. Uiuiui. Können wir mal da weg hier alle? Ah, der Brimstone, der ist aber also richtig schön angenehm. Fürchte dich mal. Hey. Hat sie mich draufgesockt, die Elendige. Wir sitzen eigentlich aus 33%. Das ist eine Devil-Bildung. Naja, das wird wahrscheinlich nichts. So, wir wollen nach unten. Negativ. So, wir können mal kurz schauen. Nope. 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 Natürlich. Es ist der fucking Mushroom. Es muss... Ja, komm. Gönn nicht mehr. Mach mal doch den Boss Rush. Immerhin können wir dann noch ein Item bekommen. Vielleicht kriegen wir tatsächlich die Spritze. Das wäre doch nice. So, das tue ich einfach mal vorbei. Der ist da eigentlich noch. Es ist nicht ganz so der Pinny-Haftigkeit. Aber trotzdem. Ja. Kein Gegner für mich. Na komm. Also. Bleib da, wo du bist. Es ist wieder mal der Choppy. Und wir haben fucking Sensenmann irgendwo. Ah, tu mal deine scheiß Sensen da weg. So, wo ist er denn da? Machen wir jetzt mal sein Schaukelpferd kaputt, dass wir das wenigstens weg haben. Und dann der eine noch. Bam. Den machen wir mal schnell kaputt, bevor er da irgendwelche rote Pupis furzt. Die brauche ich nicht unbedingt. Und den haben wir noch. Der Little Hondi und der große Hondi. Was geht ab, meine Friends? Ne? Traust du dich zu mir? Wie es aussieht, nicht. Next. Wir kommen eigentlich ziemlich gut durch, von daher. Ja, zum Glück ein Brimstone und wir haben halt fast 5 Damage noch dazu bekommen. Falls wir jetzt noch ein Damage-Item bekommen sollten, dann wird es halt auch nochmal 1,5 dupliziert, von daher. Es ist alles zum Vorteil. Aber irgendwie habe ich gewusst, dass sie Magic Mushroom bekommt. Das ist so der einzigste Grund, warum ich den Boss Rush hätte machen sollen. Da wäre natürlich nicht aufgedacht, wenn ich mir Teleport gehabt hätte. Dann wäre natürlich noch ein fettes, schreckliches Item gekommen. Aber so musste ich ja den Boss Rush machen, wenn ich ein Item nehmen würde. Natürlich ist dann hier auch der Magic Mushroom. Willst du mein Brimstone mal abfeuern? Hier, bam. Ich hab sogar beide erwischt, oder? Hm. Oh, nicht du. Es ist der Piep, der Zweite. Ja. Aber mein Brimstone ist besser. Und irgendjemand habe ich auch besiegt. Ja. Wenn sie mal auf einen Linie sind, dann ist es ja nicht mal so schlecht. So, jetzt du noch. So, wen haben wir denn hier? Ja. Hui. Na, trau dich doch her. Da ist eine schöne Steinmauer, da kommst du nicht vorbei. Ja, das sind die Engel, aber die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die brauche ich jetzt woanders da. Und zack. Das ist der Choppy. Choppy, chop, chop. Habt doch keine Angst. So, aber so langsam müssen wir doch mal alles haben, oder? Ich walke hier mal am Sonnenschein. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert. Ja, okay. Der Effekt ist vorbei. Ich habe noch nicht besiegt, oder? Stirb! Er lebt immer noch, der Drecksack. Jetzt aber nichts mehr. Gut. So, nach dem Engel klebe ich noch eine Ebene. One round, dann hätten wir es soweit. Oder? Hoffe ich zumindest. Machen wir es so. Hui! Habe ich den anderen Gegner schon besiegt, oder? Hat sich da ein Pinny versteckt? Wahrscheinlich, ja. Pinny? Wo ist er denn? Ach ne, ist die Maske. Fucking Maske. Aber gegen Brimstone hat
Ach, der Herz habe ich schon besiegt. Ja, nice. So. Bam. Ah, so viel Gegner. So. Und der kleine Grumpy. Geh weg. Whee! Ah, ist der mega fetty. So fetthaftig unterwegs. Ah. Aber der Damage ist auch noch nicht so optimal. Kommen wir da auf die Seite. Haben wir jetzt alles? Also, wir haben denn die 6. Oh, doch nicht in die 6. Wir können mir doch jetzt keinen D6 geben. Ich will halt. Die 6. Ich muss überlegen. Das Problem ist, ich kriege nicht mehr viele Items. Oh, ich bleibe aber im Schaukelpferd. Oh, jetzt kriege ich den D6. Fuck. Oh, ja. Ich hätte ihn gern mitgenommen. Aber ich denke mir, zu fliegen ist noch eine bessere Variante. Weil ich halt nicht mehr viele Items bekomme. Ich kriege jetzt hier vom Boss noch ein Item. Und das war's, mehr oder weniger. Wow, Health Down und Match Launcher. Das ist ja schön für mich. So, hier versuchen wir dann zu schauen, ob hier irgendwo ein Opferaltar ist. Dass man dann. Das machen wir mal. Das ist kein gutes Item. Wenn ich getroffen werde, spawn ich Bomben. Und ihr, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich habe so ein Item, das sieht aus wie ein Bomberman. Und wenn da 6 Bomben kommen, dann ist der ganze Raum im Arsch. Und dann werde ich getroffen, dann kommt wieder 6 neue Bomben. Dann werde ich wieder getroffen und es ist so ein ewiger Kreislauf. Und daher, rennt da jetzt bitte nicht rein. Ansonsten ist ziemlich schnell Feierabend. So, krieg noch was. Noch eine Pille. Was bist du? Speed up. Speed up, speed up. So. Zack. Zack, zack. Kein Stand. Nix leider. Und eine Münze, Messi. So. Genau. Zeigt mir eure schönen Visagen. Eine Bombe. Messi. Gott, ich bin aber ziemlich groß geworden durch den Magic Mushroom. Bin ich natürlich noch ein kleines Stück größer geworden. Das sind 2 Pinnies und ich wurde einmal getroffen. Das ist nicht schön. Dafür müsst ihr sterben. Goldene Schlüssel. Wunderbar. Zack. Oh Gott. Warte mal. Ich kann mich ja irgendwie mehr oder weniger so durchsneaken. So. Vielleicht kriege ich hier noch irgendwie ein Herz. Nope. Okay. Soweit ist hier Sackgasse. Feierabend. Stimmt, ich habe den Wafer. Den habe ich ja komplett vergessen. Das heißt, ich verliere ja gar kein ganzes Leben. Oh, jetzt kommt die wahre Macht des Wafers. Oh, ich habe den komplett schon vergessen, dass ich den... Das war ja sogar mein erstes Item, das ich aufgesammelt habe. Weil normalerweise hätte ich jetzt schon 3 Herzen verloren, aber jetzt habe ich nur 1,5. Okay. Jetzt wissen wir das da, dass ich den Wafer mitgenommen habe. Das ich habe schon gedacht, ich bin langsam am Arsch. Ja, wie groß will ich denn noch werden? Herz bekommen und schon Sackgasse, sag mal. Ich laufe hier die ganzen Sackgassen durch, aber gut, ich will sowieso alles hier erkunden. Und da ist es mehr oder weniger in Ordnung. So, auch hier alles geklärt, wunderbar. Stein mit einem XXXX. Nope, okay. Da ist einer. Machen wir mal. Gut, da haben wir schon mal ein Herz. Falls wir hier ein Opferaltar können, dann können wir das Herz nämlich dann auch vielleicht wieder einsammeln. Ich hoffe, es kommt halt noch einer. Ansonsten haben wir halt irgendwie verkackt. So. Von daher, wie gesagt, wir schauen. Oh, Steinkiste. Hätte ich sehr gerne. Der kleine Steven gibt uns nochmal ein Damage ab. Wunderbar. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel, Gabis Head. Nicht Gabi. Tommys Head bekommen würden. Oh, das. Das wäre ein Traum. Der große Brimstone und Tommys Head. Oh, da würde ich sogar das Fliegen wegkaufen. Weil das dann so die OP-Strategie. Aber das letzte Mal gestorben bin damit. Warum auch immer. Gut, weil ich nur ein Herz gehabt habe. Das haben wir hier schönes. Okay. Was das Herz nehme ich mal mit. Und dich nehme ich auch mal mit. Gut. Jetzt haben wir schon mal 2 Bücher. Wenn wir jetzt noch ein Buch bekommen sollten. Haben wir dann die Büchertransformation, dass wir dann ab und zu mal eine zweite Träne, in unserem Fall einen zweiten Brimstone abfeuern können. Ist sicherlich auch nicht verkehrt.
So, ich denke mal, wir haben hier soweit alles gesehen. Ne, da oben geht's noch weiter. Wie gesagt, vielleicht ist hier ein Zacki-Zacki-Raum. Und zu harsch müssen wir sowieso nicht. Habe ich auch, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Bock. So. Fucking harsch. Wo verhält das sich? Für was Besonderes? Und dann Small Rock haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Also vielleicht immer hier ein Small Rock. Das wäre natürlich auch nice. Leider nicht, aber ein bisschen Stuff bekommen. Ah, okay, Sackgasse. Soweit haben wir jetzt die komplette Ebene hier angeschaut. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zum Boss. Das ist ja noch der erste Boss, das ist noch die erste Bomb-Ebene. Ich könnte das Herz eigentlich mitnehmen. Damit mein schwarzes Herz dann gesaved ist. Wunderbar. Ja, schauen wir mal, was das für ein Boss ist. Es ist Mama Gertie! Mama, was ist los mit dir? Gute Mama. Das bringt nicht unbedingt viel, da bin ich echt froh, dass sie halt noch fliegen kann, ne? Weil den ganzen Sackis auszuweiten, das ist ziemlich unmöglich. So. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ja, schon mal maximal Speed. Aber okay, dankeschön. Und wieso krieg ich einen Devil Deal? Hab ich in der letzten Leben einen Devil Deal bekommen? Keine Ahnung. So, und hier wieder dasselbe Prozedere. Bam. So, Bombs are keys. Frames till the end. Red Provision. Es sind alle so Pillen, die ich nicht unbedingt so brauche. Zwei Herzen, okay. Ich kann meine Herzen momentan nicht sehen. Könnte ein wenig eklig sein, aber momentan habe ich ja 12 Herzen, also von daher. Das ist soweit. Trollbomben. So, jetzt habe ich nur noch 11 Halbherzen. Jetzt habe ich da 12. So viele Herzen, also. Wenn hier kein Opferalt da ist, dann bin ich traurig. Hier sind 3 blaue Herzen, also ich bitte euch. So, ja. Oh, wie schön, dass ihr alle noch gewartet haben, bis ich gekommen bin. Ach, da oben. So, meine lieblichen Giraffen. Geht einmal da weg. Und da haben wir noch 2. So. Ja, das Geld, das brauche ich jetzt nicht unbedingt eigentlich. Blub. Zack. Noch eine Pille, was haben wir hier? Explosive Diarrhea. So, noch ein Herz. Nope. Stimmt, ich habe auch die Möglichkeit, weil ich ja der Kenny bin, dass ich ja sämtliche goldene Kisten öffnen kann, ohne jetzt einen Schlüssel dafür zu benutzen, weil ich ja das Trinket dazu habe. Sag mal, ich bemerke das die ganze Zeit gar nicht. Eieiei, was ist denn los mit mir heute? So, Messer. Da ist schon ein Boss, okay. Was haben wir hier schönes? Fields, I'm walking on sunshine. So, wie gesagt, wir schauen uns noch ein wenig die Ebene an, dass hier vielleicht ein Opferhalt da ist. Hoffe ich hier mal. Weil sonst bin ich übrigens sad darüber. Bam. Und du auch. Da haben wir dann noch irgendwie ein Geheim. Das heißt Geheim. Doch einen besonderen Raum. Was haben wir da Schönes? Es ist der Keybettler. Nope. So, hier haben wir schon mal Sackgasse, okay. Ja, Münzen brauche ich jetzt halt echt nicht. Ja, ziemlich sackgassenhaftig hier unterwegs. Schade. Säckchen noch bekommen mit 2 Schlüssel. Dann haben wir hier noch einen Schlüssel da unten. Haben wir hier auch schon wieder alles geklärt. Heieiei. Tja, leider nichts bekommen. Sieht nicht gut aus, dass wir dann hier noch zur Megastar dann kommen. Aber wie gesagt, ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, ob wir überhaupt unten zur Megastar dann kommen können. Das weiß nur Jesus Juice. Hi Mom, was geht? Ja gut, meine Hitbox, die ist halt ziemlich groß jetzt. Da kann ich nicht unbedingt gut ausweichen, aber bis jetzt funktioniert sie noch. Oh, nicht die. Hör da auf. So, wir haben einen Devil Deal. Und das ist Krampus. Krampus. Das ist der Grumpy. Yep.
Lump of Gold, bringt das was? Kein Damage ab, okay. Aber man sieht, hinten, oder beziehungsweise vorne, da ist der Strahl größer, das ist wahrscheinlich dort der Damage höher. Wir müssen nach unten. Tatsächlich, ja. Aber wir haben hier noch die Möglichkeit, dass wir den Opferaltar bekommen. Ich hoffe halt einfach mal aufs Beste. Braucht nicht. Ich fühle die Stärke. Fühlst du es, Mr. Krabs? Fühlst du die Stärke? Oh, ja, ich merke hier was sowas von. Ne? Macht jemand ihren Mund auf? Hi. Auf. Ich wurde erwischt. Ich brauche Herzen. Hi. Das sind Schlüssel, so brauchst du halt gar nichts mehr. Zack. Transiliendo. Geister! Ja, also der Strahl ist auf jeden Fall stärker geworden. So, der andere Geister, dann können wir hier mal schauen, ob da der Geheimgang ist. Nope. Dann gehen wir mal wieder zurück. Guten Tag. Sicherheitskontrolle. Alles sauber. Geh weg. Oh, das war schön. Ja. Je weiter der Strahl weg von mir ist, desto mehr Schaden macht. Das finde ich natürlich auch sehr nice. Und hier wird man dann auch sämtliche Ebenen mal kontrollieren. Aber da keine Schwarzfahrer sind. Luck up. Ja. Das geht momentan. Ich habe ja genug Schüsse. Nehme ich mal dich mit. Kann ich eventuell ein paar Fliegen spawnen. Obwohl es jetzt die schwarze Fliege ist, ich weiß nicht, was die macht. So. Was haben wir denn hier schönes? Eine Kiste. Noch mehr Pillen. Das ist ja schön. Friends tell the end mal wieder. Speed up. Aber ihr habt das schon Ewigkeiten beim Maximal Speed. Was ist denn los mit euch? So. Na also, da ist er ja. Wunderbar. Das heißt, wir können hier auch nochmal die Engel beschwören. Und das Schöne ist, wir müssen nur ein halbes Herz opfern. Oh, das ist natürlich auch wunderbar. You feel blessed. Immer nur her damit. Die Nonnenhaube. Dann, das wird, könnte wirklich eklig werden. Okay. Ich wurde nicht getroffen. So, haben wir den Engel. Haben wir Keepies One. Und dann können wir auch gleich. Heieiei. Dankeschön. Und den nächsten Engel. Aber mehr machen wir jetzt auch nicht. Weil das reicht. Weil sonst werden wir in Sheol rein teleportiert. Na gut. Ob das so viele Veränderungen gibt, das jetzt auch nicht. Aber wir nehmen uns alle Key Pieces. Das ist doch auch wunderbar. Eigentlich könnte ich es ja machen. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja ein Archiv, wenn ich das mache. Weil theoretisch. Wir müssen eh Lamp nur besiegen. Wir müssen ja jetzt den Sardanen besiegen. So. Machen wir hier noch alles auf. Also hier gibt es auf jeden Fall auch einen. Das ist doch schon mal nice. Wie viele Gabi-Items haben wir? Ein, oder? Ah, Gabi wäre noch richtig nice gewesen, ne? Leider. Aber vielleicht kriegen wir ja noch ein Gabi-Item. Vielleicht ist hier noch eins. Das letzte. Cursed Eye. Nehmen wir mal mit. So, bevor wir jetzt zum Mega-Saturn gehen, machen wir hier erstmal alles soweit fertig. Beziehungsweise. Da ist eine schwarze Fliege. Machen wir erstmal den Lampus, damit man. Wir müssen ja nicht in die Kiste rein. Das reicht ja, wenn wir Lamp besiegen, dann wieder rausgehen. Und dann können wir Megastar machen. Dann hätten wir auch mit Kenny alles. Oh, das ist wunderbar. Einfach nur wunderbar. Ja, wir müssen zu viel Leben. So, wer lebt denn da alles noch? Ihr drei Stück noch. Gut. Das ist ja genau dasselbe Rahmen, nur dass da jetzt die Spawn-Mangs sind. Was ist der nächste große Rahmen? Sind dann die ganzen Speedy-Viecher oder was? Mehr Geld, ich habe schon 99. Blab. Erstes down, der zweite folgt zugleich. Und Sackgasse. Item. Was bist denn du? Dog-Doof. Wegen Damage haben wir bekommen. Ah, das ist das Item, wo ich dann ab und zu ein Wolfsgejaule mache. Und Mega Blast, natürlich.
Wenn man mal kurz anschaut. Jetzt jaule ich wie ein Wolf. Was mir das bringt, ich weiß nicht. Vielleicht, dass die Gegner sich dann fürchten, dass ich dann Flash-Shots habe in der Art. Was ich ja eh schon eigentlich habe, ne? Aber vielleicht bringt das was. So. Natürlich, mir zwar nichts mehr, aber wenn man das Item so hat. Hashi! Der kleine Hashi! Kleiner als ich! So, ich hoffe, dass da auch irgendwo jetzt langsam der Boss ist. Weil hier will ich nicht die komplette Ebene erkunden. Da war ja ein Boss, wunderbar. Blop. Es ist der Lamb! Oh, der Damage, der ist nice. Jetzt gehe ich auf die andere Seite. Ja, der Prinzer, der ist halt einfach. Er ist einfach der Shit. So. Ohne Probleme. Nope. Hätten wir den schon mal. Und jetzt können wir Mega-Saturn machen. Dann hätten wir auch alles soweit. Falls nicht irgendwie was versäumt haben sollte. Oh, das sind natürlich meine Lieblingsgegner. Also ich hasse die wirklich. Vor allem, wenn zwei Stück drin ist. Du kannst halt kaum ausweichen. Na komm. Na und lass mich raus. Gib mir wenigstens Item. Na, Bombe. Ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Naja. Muss nämlich schauen, wo überhaupt der Mega Saturn ist. Da. Yo, Saturnchen, was geht ab, my friend? Schüssel, mein Nissel, my friend. Da gehen wir mal schön auf Distanz. Hey, mir nicht so blöd von der Seite. So. Und das Schaugefährt noch. Next. Da sind noch zwei. Und zack. Geh weg. Du deine Trollpumpen weg. Lass dich selber erwischt, der Bagger. Ah, hier haben Wafer. Lop, drei auf einen Schlag und der vierte folgt zugleich. So. Mega Saturn! Einstrahlen schon in die nächste Phase immer. Der wollte gerade sein Laser abfeuern. Na, da merkt man, der Rode hat auf jeden Fall viel mehr Leben. Na, diesmal sogar zwei Schüsse. So, jetzt kommt dann die zweite Phase und dann hätten wir das auch geschafft. Damit haben wir mit Kaney dann soweit alles geschafft, bis auf den Quiddy. Ich glaube, ich habe nicht erwischt. Split Shots. Mal schauen, wer hier länger überlebt, du oder ich. Spoiler, das wirst nicht du sein. Ist er schon down? Delirium. 48 Minuten haben wir. Ja, komm. Aber hier werde ich jetzt nicht schauen, wo könnte die Lieben sein oder wo nicht. Ja. Wir schalten durch ihn Able frei. Das beste Item. Endlich habe ich Able. Ich habe schon gedacht, wo kriege ich mein Able her? Aber endlich. Endlich weiß ich die Antwort. Der Kaney hat es die ganze Zeit versteckt. Noch mehr explosive Diarrhea. Weißt du was? Mach mich halt noch größer! Mach mich halt noch größer! Ist mir scheißegal! Ich werde euch alle vernichten! Mein Auge schießt einfach weiter. Schaut euch den großen Isaac an! Kann ich doch größer werden? Ach du Scheiße. Jag dich mal in den Luftfleck. Vor allem meine Bomben sind halt auch ziemlich groß. Nice. Da ist das Zero Diarrhea. Gehe ich aber mal kurz raus. Weil da werde ich auf jeden Fall dann erwischt. Alter, schau dir den großen Kerl an! Jetzt kenne ich mir das für richtig jetzt. Klar, wenn jetzt Tränen zu mir kommen, ich kann ja jetzt. Das sieht nicht gut aus, weil. Aber. Muss ich schnell durch. Schnell, 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 schnell. Aber ich traue es mir trotzdem zu, dass ich das noch schaffe. So viel Selbstbewusstsein habe ich noch. Weil ich bin ja ziemlich stark. Schneller aufladen brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ich bleibe bei meinen schwarzen Fliegen.
Ihr habt gehört, du willst sterben. Ich muss halt echt schauen, wo es so mein Hitzbox drauf ist. Geh weg. Da bin ich rum. Und wie gesagt, hier werde ich halt, wenn ich einen Bossraum sehe, dann werde ich den auch machen. Ob jetzt das Delirium ist oder nicht, das ist mir dann ziemlich egal. Ja. Aber bis jetzt wurde ich noch nicht getroffen mit meiner neuen Größe. Ich hoffe, ich kriege noch ein paar Pillen. Jetzt will ich so richtig, jetzt will ich ein großer Mann werden. Machen wir es mit dich kaputt. Dann dich. Der andere ist irgendwie gestorben, wahrscheinlich durch eine schwarze Fliege. Habe ich nichts dagegen. So, ein Item. Nee, da geht man ja kein Item, da geht man ja nur bei den Bossen. Ich sehe nichts. Vor allen Dingen, wenn sich jemand in der Nähe von mir spawnt. Vor allen Dingen hinter mir, man sieht ja überhaupt nichts. Es ist Mom's Bruh. Ich will den Zorn von Mom's Bruh. Ich bin nichts mehr rausgekommen. Hallo? Na. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Ich lege mal hier eine Bombe, weil ich es kann. Einfach nur, weil ich es kann. So. Ja, wird das mit dem X? Nope, okay. Habt Angst. Auf jeden Fall, gefiert waren sie jetzt auf jeden Fall nicht. Und da weiß ich jetzt nicht, was das Heulen macht. Einfach um zu nerven oder keine Ahnung. Darf ich? Hab ich's doch gesehen. Und ich wurde noch nicht getroffen, will ich mal anmerken. Obwohl ich so groß bin. Geh weg. So, der erste, das könnte nämlich schon Delirium sein. Das ist Delirium. Na, was bin ich denn für ein glückliches Glücksbärchen? Na, Delirium, was geht ab? Hey, ich bin ein großer Isaac. Hey, jetzt gibt's Spider. Ah, die Fliege geht auch nicht weg. Die greift die ganze Zeit an. Ja, es könnte ein bisschen länger noch dauern, der Kampf. Aber hey, ich bin groß genug. Ich darf noch so lange wach bleiben. Ah, ist das Sensi? Sensi! Und bis jetzt immer noch nicht getroffen. Klar, ich denke mal, ich werde auf jeden Fall noch getroffen werden, aber... Ihr wisst ja, ich habe ja meinen guten Wafer. Und da sollte es nicht unbedingt viel ausmachen. Und die Hälfte ist schon fast down. So, wenn ich jetzt wüsste, wo er ist. Delirium, du bist noch nicht tot. Also, ganz ruhig, mein kleiner... Das ist ein Engelchen. Geh weg. Jetzt wurde ich mal getroffen, aber das macht ja nichts. Jetzt doch mal. Jetzt hat er wahrscheinlich nur noch getroffen, aber ist egal. Er kann noch, keine Ahnung, er kann mich noch 10-mal treffen oder so. Ohne Gefahr. Okay. Ich will es aber nicht ausprobieren. Hä? Hey, so viel Explosion gerade überall. Blup. Da war so ein halbe Mama Gerdi. Oh. Doch kein Eis, kein Mom Heart hier. Und ich habe immer noch die Hälfte meiner Leben. Also von daher. Durchsausen! Ah. Er hat hier meinen Pubi gelegt. Er hat hier einen Pubi gelegt. Also ich war's nicht. So. Delirium ist jetzt soweit gleich down. Wenn ich noch einmal treffe, richtig. Wo ist denn der? Oh, da unten ist er. Da oben ist er. So, man wisch. Lebt er immer noch? Ne, jetzt lebt er. Okay, wir haben es geschafft. Hätten wir es soweit? Jetzt schauen wir noch mal kurz. Gut. Mit Kenny haben wir jetzt auch alles. Der nächste wird dann der gute Judas sein. Ja, Judas, was ist denn los mit dir, mein Freund? Das geht überhaupt nicht. Nein, das geht überhaupt nicht. Da, im nächsten Part, da musst du ja einiges machen. Mal schauen, wir müssen den Megastarter machen. Wir müssen Hasch machen. Wir müssen Blue Baby machen. Aber interessanterweise hat er den Creed geschafft. Und Delirium ist warm, also. Im nächsten Part, meine lieben Freunde. Judas Boy. Haut rein. Euer Final.